herzlich willkommen, liebe Kino-Filmfreunde, hier zum dritten Teil von Mad Movie mit mir, mit Sascha. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Format hier bei Matix Lab. Daher auch mein Danke nochmal an Matix und Matix Lab für diesen Versuch, diese Sendung. Und ja, weil die Sendung noch sehr, sehr frisch ist, möchte ich euch gerne noch mal kurz sagen, wie denn das so aufgebaut ist. Also erstmal ist das Ganze hier so ein Versuch, ein Test, das wir bis Ende Juli laufen lassen. Und hier wird kein Ranking durchgeführt, also von 1 bis 10, also so eine Abstimmung, sondern eher, ich würde euch sagen, den Film kann ich euch empfehlen, den Film kann ich euch empfehlen, vielleicht mal zu schauen, aber ist nicht der Top-Blockbuster und ich werde auch ganz klar sagen, wo ihr die Finger davon lassen solltet, meiner Meinung nach. Ist meine Meinung. Natürlich hat jeder einen anderen Geschmack und eine andere Meinung. Und gerne könnt ihr auch Kommentare oder eure Meinung zu den Filmen, die ich euch vorstelle, sagen. Ihr könnt auch gerne hier Vorschläge zur Optimierung, zur Verbesserung. Wir haben jede Sendung ein bisschen was. Ihr habt gerade eben schon gesehen im Intro. Werdet ihr schon lesen können, was alles kommt. Und ja, dementsprechend starten wir auch jetzt direkt rein. Ich hoffe, ihr hattet ein super Wochenende und seid jetzt auch bereit für die neuen Filmvorschläge von mir oder auch Filme, die ich euch eher davon abraten werde. Ja, und was haben wir denn heute im Angebot? Ich muss gerade mal gucken. Ach so, ja, ganz wichtig, wenn ihr das jetzt schaut, ich versuche natürlich Spoiler zu vermeiden. Aus dem Grund, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass ihr die Filme noch nicht gesehen habt und daher versuche ich das auf jeden Fall zu vermeiden. Gut, dann würde ich sagen, da wir auch wieder einiges heute im Petto haben, wird auch vor jedem Film, den ich euch vorstelle, nochmal der Trailer laufen. Leider ist das technisch ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, nicht optimal, aber ich versuche auch mal mein Bestes und ja, ich bin auch kein Moderator, sondern eher Laie und versuche euch auf jeden Fall gut durch die Sendung zu leiten. Für die, die jetzt heute nicht eingeschaltet, auch in Zukunft nicht einschalten, danke auch nochmal an Matix. Die Videos werden natürlich auf Matix Lab auf YouTube auch nochmal bereitgestellt. Da könnt ihr nachträglich nochmal reinschauen. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Genau, also welche Filme stehen denn heute auf dem Programm? Worüber sprechen wir denn? Also zu einem wird The Rickman, der Hai, werde ich euch vorstellen. Dann war ich letzte Woche zweimal im Kino. Einmal habe ich gesehen Top Gun Maverick. Dann habe ich gesehen Jurassic World, ein neues Zeitalter. Dann habe ich gesehen X. Und dann sind wir auch schon mit den Vorstellungen von meiner Seite schon mal durch. Ich werde noch einen Vorschau machen zu Filmen, zu denen ich selbst jetzt wirklich noch nicht so viel weiß, aber ich würde euch gerne mal vorstellen, was im Juli noch so auf uns zukommt. Also einmal The Gray Man, The Owners und Spiral, das Ritual. Genau, das sind die Filme, über die wir heute sprechen werden. Ich habe immer so ein paar Klebezettel dabei. Genau, ich habe hier jetzt nichts auswendig gelernt für euch extra und es ist auch nicht so, deswegen sind wir in der Live-Sendung. Deswegen mache ich mir so ein paar Notizen, werde abends wieder nach unten schauen und gucken, dass ich euch wirklich alles das, was ich mir überlegt habe, euch zu sagen, auch wirklich nichts vergesse. Ja, und deswegen starten wir jetzt auch mal direkt rein, weil wir sind in diese Wertungsfilmsendung. Und wir schauen uns erst den Trailer an von Rickman. Der Hai. Und ich werde euch, ja, ich werde euch sagen, warum ihr die Finger von diesem Film lassen solltet. Ich war letztendlich maßlos enttäuscht von diesem Film. Und obwohl wegen einer guten Besetzung, kommen wir gleich alles dazu. Aber lasst euch mal den Trailer auf euch wirken und dann reden wir gleich darüber, warum ihr die Finger von diesem Film lassen solltet. Okay, viel Spaß. Hi, Schwester Herz, wie ist Vietnam? Oh, es ist bis jetzt einfach toll. Deswegen sind wir hier. Wegen nichts. Und genau das werden wir auch tun. Sag mal, ein Zimmer auf dem Wasser, ist das auch sicher? Naja, das hoffe ich, das sollte es. Aufs Überleben konzentrieren. Wie lange können wir das alles nur durchstehen? Sie finden uns.
Was war das? Was? Da ist was aus dem Wasser gesprungen. Es ist ein Hai! Schatz, hör mir zu. Wir werden nicht sterben. Wir schaffen es. So, und da bin ich auch wieder. Also ihr habt den Trailer gesehen von Rigan, der Hai. Und also wenn man jetzt schon den Titel hört, dann hat man eigentlich schon so das Gefühl, okay, der Hai, da geht es hauptsächlich um Hai, aber das, warum das nicht so ist, kommt wirklich gleich dazu. Aber ich habe ja gesagt gehabt, dass jemand Bekanntes da mitspielt, und zwar die Alicia Silverstone. Also viele kennen die bestimmt noch aus Clueless oder Batman und Robin. Damals so ein Teenager-Held gewesen. Lang nichts mehr von ihr so richtig gehört. Und sie versucht sich in diesem Film mit James Tupper hier nochmal Fuß zu greifen. Und ich muss ehrlich sagen, leider ist der Film, ich kann sagen, katastrophal an mehreren Punkten. Ne? Aber erstmal zur Story. Die Story ist, sie ist verheiratet und leidet unter Depression, weil sie hat eine Fehlgeburt, eine Totgeburt hinter sich. Und das Ehepaar hat sich gestritten in dem Fall, und ihr Mann hatte die Idee, komm, wir machen gemeinsam Urlaub, um nochmal zusammenzufinden und vielleicht auch einfach mal loszulassen, überhaupt über dieses Thema gar nicht zu sprechen. Da nutze ich gerade noch diesen Moment. Ich habe noch am Anfang was vergessen, euch zu sagen. Und zwar, ihr könnt natürlich hier im Chat, ich habe hier mein Handy auch liegen, könnt ihr natürlich gerne auch was dazu schreiben und so, und auch eure Meinung dazu sagen. Wenn es irgendwas ist, kann ich dann gerne auch hier live, können wir drauf eingehen. Also fange ich einfach nochmal an mit dem Rigan. Also der Film war für mich auf jeden Fall ein Reinfall. Die Geschichte dahinter ist, dass die Alicia Silverstone in diesem Film eine Dame verkörpert, die unter Depressionen leidet und eine Fehlgeburt hinter sich hat, also praktisch eine Totgeburt. Und ihr Mann, und sie haben sich auch ein bisschen gestritten, und die Beziehung ist dadurch auch nicht mehr so intakt. Man hat die Idee, da mit ihr gemeinsam Urlaub zu machen, hat vorgeschlagen, lass uns doch mal nochmal gemeinsam Urlaub machen und die Sache vergessen und überhaupt nicht dieses Thema zur Sprache zu bringen. Und sie haben sich einen super schönen Urlaub überlegt, und nach Vietnam sind sie geflogen und haben eins dieser Holzhäuser geholt, die mitten auf, also was heißt mitten auf dem Meer, aber im Meer halt sind, und wo sie für sich sind und so wie man es auch in den Malediven kennt, und wollten dort einen Urlaub machen zum Abschalten. Soweit, so gut, alles in Ordnung, so beginnt auch der Film. Sie hat auch Albträume, ist alles okay, was, also eigentlich Albträume ist nicht okay, aber in dem Fall ist noch nichts passiert, und dann beginnt ein Tropenregen anzufangen, und es kommt noch ein Sturm hinzu, und irgendwann in der Nacht ist der Sturm so heftig, dass diese Holzhütte im Meer die Stelzen verliert und diese Holzhütte ins Meer reingetragen wird. Die merken das natürlich direkt und rufen um Hilfe, aber niemand hört sie, weil die Leute am Strand eher sich mit sich selbst beschäftigt sind und versuchen, sich selbst dort zu retten. Und bei dieser ganzen Aktion kommt es immer heftiger zu Bewegungen, wobei das Bett sich im Haus dann auch bewegt und dann auf den Mann rutscht, und er sich dabei den Fuß bricht, hat eine offene Wunde. Und jetzt beginnt der eigentliche Film an der Stelle. Ich sag's, also bis zu diesem Punkt kann man ja ruhig erzählen auch. Auf dem offenen Meer beginnt dann der Überlebenskampf. Sie haben noch ein paar Flaschen zu trinken, aber niemand sucht nach ihnen, oder es passiert auch gar nichts. Ja, und sie versuchen natürlich irgendwelche Schiffe, aber die können sie nicht sehen. Und dann kommen sie, und dann fängt der ganze Mist natürlich an. Erstmal, die Dialoge sind ultra langweilig. Man hat schon das Gefühl, ich hatte schon das Gefühl, ich muss irgendwie vorspulen. Weil es sind einfach, ja, es sind Dialoge, die waren nicht tiefgründig, ja, aber ja, sie haben auch nichts gebracht in dem Film für mich, und deswegen war das schon Dialoge lang, weil ich dachte halt schon, wann fängt es denn eigentlich an, wann kommt denn der Hai?
Und er kommt auch nicht. Es dauert, ich glaube, schlage und schreibe, fast 60 Minuten in diesem Film, bis man überhaupt mal einen Hai sieht. Obwohl der schon sehr prominent im Titel drin steht. Und eine Sache kann ich auch sagen, also die sind auf einer Holzhütte und wollen ein Feuer machen, um halt gesehen zu werden mit dem Rauch und fackeln dann die ganze Hütte ab. Also ja, ich fand erstmal das ganze Konzept sehr schwach. Die Gespräche waren nicht tiefgründig für mich, Dialoge waren nicht in Ordnung. Man merkte der Alicia Silverstone natürlich an, dass sie nochmal alles hier geben möchte, die doch auch in die Jahre gekommen ist. Und des Weiteren ist es auch so, dass die CGI katastrophal ist. Also, wenn ihr mal eine schlechte CGI sehen wollt, könnt ihr das gucken. Der Hai sah sowas von unecht aus, animiert. Unfassbar. Ich kann mir vorstellen, warum sie den erst nach 60 Minuten erst reingebracht haben, weil ja, einfach schlecht. Und jetzt auch nicht in den Schluss einzugehen. Also diesen Film kann ich euch wirklich nicht empfehlen, außer wenn ihr unbedingt jetzt ein Weiße Hai-Fan seid. Nee, selbst dann nicht, würde ich ihn euch empfehlen. Ich kann ihn einfach euch nicht empfehlen, weil ich ihn einfach nicht gut fand. Ne? Ja, die Handlung verliert sich, habe ich mir auch, ja. Es ist eigentlich alles gesagt zu dem Film. Wenn ihr, ich weiß gar nicht, ich versuche jetzt gerade noch was Positives zu finden, wo ihr den schauen könnt, aber ich sehe da wirklich nicht. Also lasst da ruhig die Finger davon, nutzt diese Zeit für irgendwelche anderen Filme. Sehr schade für sie, die versucht haben, in diesem Film da reinzukommen, aber das war leider meiner Meinung nach nichts. Ja, wieder ein Abbruch. Das ist natürlich nicht so optimal. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ja, ich wollte gerade den Film The Rickman abschließen, dass ich euch den auf keinen Fall empfehlen kann. Ihr nutzt diese Zeit besser für was anderes, als euch diesen Film anzuschauen. Also, da hat man sich auch nicht viel Mühe gemacht bei dem Film. Gut, so viel dazu. Und jetzt kommen wir zum nächsten Film und da schauen wir uns auch jetzt gleich den Trailer an. Und zwar kommen wir zu Top Gun Maverick. Und warum dieser Film für mich bisher der beste Film ist, nach Corona, werde ich euch gleich sagen. Ein super Film, also ein super guter Nachfolger, ein guter zweiter Teil, obwohl immer viele sagen, der zweite Teil wird nie so gut wie der erste, aber hier werde ich auch definitiv sagen, der zweite Teil war oder ist jetzt besser als der erste. Und warum ihr euch den unbedingt anschauen sollt und auf keinen Fall warten sollt, bis er ins Fernsehen kommt, geht ins Kino, werde ich euch gleich sagen und warum ich erstaunt bin von Tom Cruise und seiner Leistung. Dort kommen wir auch alles gleich dazu. Verpasst das nicht, aber jetzt zuerst noch den Trailer. Wen haben wir denn da? Und ich dachte, wir wären was Besonderes. Leute, das hier ist Bagman. Hangman? Wie auch immer. Was für eine Mission ist das? Jeder hier zählt zu den Besten, die es gibt. Wer soll uns noch was beibringen? Captain Pete Maverick Mitchell. Ich will ganz offen sein. Sie waren nicht meine erste Wahl. Sie sind hier auf Ersuchen von Admiral Kazansky, bekannt als Iceman. Er ist wohl der Ansicht, dass Sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht. Bei allem Respekt, Sir, ich bin kein Lehrer. Nur damit Sie nicht zu viel erwarten. Zum Teufel! Guten Morgen, Flieger. Hier spricht Ihr Captain. Und es geht wieder los. Auf geht's in 3, 2, 1. Wir ziehen in einen Kampf auf einem Niveau, das kein Pilot je erlebt hat. Nicht einmal er. Wenn du da oben nachdenkst, bist du tot. Glaub mir.
Mein Dad hat an dich geglaubt. Ich mach nicht denselben Fehler. Einige werden es nicht schaffen. Das sind deine Piloten. Wenn ihnen irgendwas passiert. Rakete! Rakete! Wirst du dir das niemals verzeihen. Jetzt gibt's kein Zurück. Komm schon! Macht Spaß. So, da habt ihr den Trailer gesehen von Top Gun 2 oder Top Gun Maverick, wie der Titel genau heißt, mit Tom Cruise. Und wir werden ja auch sehen in dem Film, Val Kilmer wird auch nochmal dabei sein. Ja, ich habe, wie ich es so gehört, ne, habe ich mir natürlich vorher nochmal den ersten Teil angeschaut. Ich war damals schon ein Fan von Top Gun und er hat damals auch sehr viele Preise abgesahnt. Und es war damals so spektakulär, die ganzen Kampfszenen zu sehen. Und immer mal wurde auch gesagt, hier, wann kommt endlich der zweite Teil? Und niemand hat mehr dran geglaubt, als dann der Bruckheimer und Tom Cruise 2016 sich auch nochmal unterhalten haben, nachdem nochmal Preise für Top Gun gab. Und einer der besten Filme geehrt wurde, haben sie gesagt, wir machen nochmal einen zweiten Teil. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin wirklich mit dieser Einstellung rein, okay, wird bestimmt ein cooler Film, wird wahrscheinlich an den ersten nicht rankommen, aber der Film hat es getoppt, auf jeden Fall. Also man ist wirklich, sie haben es wirklich geschafft, man ist von der ersten Minute an mit im Chat, man ist dabei, man wird ergriffen richtig und man fiebert bis zum Schluss in diesem Film mit. Oh nein. Ja, okay. Das dürfte schon mal auf Sendung sein. Dann muss ich ja nochmal anfangen. Gut, also nochmal. Also Top Gun, Maverick. Als wie ich es so gehört, habe ich auf jeden Fall mir vorher nochmal den ersten Teil angeschaut und weil ich einfach wollte, wie es so ist, dass man auch den Anschluss hat zum zweiten Teil. In der Vergangenheit wurde oft auch diskutiert darüber, ob man nochmal einen zweiten Teil machen sollte und alle haben darauf gewartet, weil der Film so viele Preise abgesandt hat. Ja, das ist leider nie umgesetzt worden. Und 2016, als Bruckheimer und Tom Cruise sich nochmal unterhalten haben, nachdem 2016 auch nochmal der Film geehrt wurde mit einer der besten Filme, hat man gesagt, okay, komm, wir machen einen zweiten Teil. Und Produzent Tom Cruise ist mit dabei. Ja, und darauf kann man uns freuen. Und ich kann euch sagen, der Film hat es echt geschafft. Ich bin rein in diesem Film, in diesem Gedanken, ja, zweiter Teil. Die zweite Teile werden eh nicht so gut. Es gibt so selten der Fall wie bei Alien und Aliens, dass Aliens, wo der Alien auch gut ist, Aliens natürlich für mich einfach der bessere ist von James Cameron. Es gibt wenig Filme, wo man sagt, der zweite Teil ist besser. Es gibt auch noch einen, zum Beispiel Terminator. Für viele ist Terminator 2 natürlich auch besser als der Terminator 1, wobei der Terminator 1 auch von James Cameron und der zweite, aber 1 auch, war auch schon ein sehr guter Film. Also es gibt Beispiele, aber sehr, sehr wenige. Und hier in diesem Fall von Top Gun Maverick kann ich euch sagen, der zweite Film, mehr Action, mehr Tiefe. Also Charaktere sind super, jeder spielt seine... ich fand auch die Story generell, um was es jetzt geht, ja, fand ich viel interessanter, auch wie im ersten Teil. Und daher kann ich euch sehr gut empfehlen. Ich fand auf jeden Fall auch die Beteiligung von Val Kilmer noch in diesem Film, fand ich klasse. Val Kilmer ist, wird in dem Film dargestellt als Krebsleidender und ist an Kehlkopfkrebs erkrankt und kann deswegen auch nicht mehr sprechen und bekommt in dem Film trotzdem die Rolle. In Wirklichkeit ist es auch so, Val Kilmer ist an Kehlkopfkrebs erkrankt, hat aber den Krebs besiegt, leidet aber immer noch unter den Folgen von diesem Krebs und kann tatsächlich nicht so gut sprechen. Und sie haben aber ihm nochmal diese Rolle gegeben und das freut mich sehr. Und es ist ein sehr emotionaler, da man das weiß und er hat diese Rolle bekommen, ist es ein sehr emotionaler Moment, wenn Tom Cruise Maverick auf Iceman Val Kilmer nochmal trifft. Also natürlich muss man vorher auch den ersten Teil gesehen haben.
und damit man auch diese Emotion mit aufbauen kann. Aber das fand ich richtig klasse. Wer gefehlt hat in dem Film ist Kelly McGillis. Also das ist die weibliche Darstellung im Top Gun 1 zu Tom Cruise, die dort ihren Techtelmechtel hatten. Und sie spielt gar keine Rolle mehr. Auch ihr Name ist überhaupt nicht mehr erwähnt worden. Sie hat einmal Kommentar dazu gegeben: Ich bin alt, ich bin fett, das ist nicht das, was Hollywood dann noch sehen möchte. Und dementsprechend hat sie sich von dieser Rolle verabschiedet. Und ja, die spielt nicht mehr. Dafür gibt es eine weitere neue weibliche Darstellung in diesem Film. Ja, um was geht es denn genau? Also, wenn man den ersten Teil gesehen hat, verabschiedet sich Tom Cruise oder der Pete Mitchell alias Maverick verabschiedet sich damit, er geht zur Top Gun und will dort Ausbilder werden. Im Film erfährt man dann aber, dass er diese Ausbildung, dass das nichts wurde, dass er nicht dafür geeignet ist und er einfach ein Kampfpilot ist und halt die Herausforderung sucht und nicht jemand, der sich vor Schüler stellt und den ganzen Tag was erzählt. Er möchte selbst fliegen, er müsste Einsätze machen. Das hat er dann auch in der Vergangenheit getan. In den letzten 30 Jahren hat er ständig gefährliche Flüge gemacht für die Navy und mittlerweile ist er Testpilot geworden für spezielle Kampfjets mit hoher Geschwindigkeit. Am Anfang vom Film wird man auch sehen, dass er einen speziellen Jet fliegen muss und sie haben ein Projekt und dieses Projekt ist das Ziel, dass man Minimum Mach 10 fliegt, ansonsten wird das eingestampft. Man hört auch von dem Colonel am Anfang, dass er zum Tom Cruise sagt, er wäre ein Flieger des alten Relikts und das alte Relikt wird aussterben. Und die Antwort von Tom Cruise war gewesen in dem Film: Das mag sein, nur heute nicht. Und das wird er auch in dem Film dann beweisen, dass es auch wirklich so ist, dass Kampfjets noch von Menschen geflogen werden, weil die Idee von der Navy ist, dass irgendwann nur noch Drohnen unterwegs sind und die Menschen in den Flugzeugen praktisch verschwinden werden. Ja, und somit startet der Film und dann wird er aufgrund dessen, dass Iceman, also Val Kilmer, in ihm aber immer noch seht, dass in ihm noch das Feuer brennt und er immer noch die Navy ihn immer noch braucht, weil er ist der beste Kampfpilot der Navy. Und es gibt eine Mission, die, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr gefährlich ist. Und zwar ist es so, dass es wieder jemanden gibt, der Uran besorgt und daraus Atombomben bauen möchte. Und diese sind tief in der Erde gelagert. Und es gibt nur die Möglichkeit, dass man schnell rein mit Kampfjets bombardiert von oben und schnell wieder raus, bevor man erwischt wird. Ja, und alles, was man dafür braucht, diese waghalsige Mission, das hat Maverick drauf und er soll aber nicht selbst fliegen. Er wäre gern geflogen, aber er soll nicht selbst fliegen. Er soll die jungen Top Guns dazu bringen und ausbilden, dass sie diese Mission fliegen können. Und dann beginnt diese Ausbildung und die Action beginnt und es bleibt denen auch nur eine gewisse Zeit. Das ist die Action und das ist die Story, aber nebenbei gibt es noch eine tiefgründige Story und zwar der ehemalige Flugpartner von Tom Cruise, Goose, ist ja leider ums Leben gekommen im ersten Teil und sein Sohn ist einer von den Top Gun und dann kommt es in diesem Film zum Wiedertreffen. Er ist nicht sauer, weil sein Vater gestorben ist, sondern er ist erst sauer, weil Tom Cruise ihm verweigert hat, in der Laufbahn weiterzukommen, aufgrund dessen, dass seine Mutter das nicht wollte. Und das hat Tom Cruise gemacht, aber Goose weiß das nicht. Ja, und so treffen sie zusammen und es wird schwierig für ihn, diese Top Guns auszubilden mit diesem, ja, sage ich mal, Konflikt auch zwischen Goose, also Goose Sohn und ihm. Ja, und so entwickelt sich das Ganze. Und auch dort sehr emotional wird es. Es gibt nur einen Punkt, muss ich ehrlich sagen, der jetzt in diesem Film, das ist wirklich, glaube ich, das Einzige, was mir einfällt. Was mir nicht so gefallen ist, halt, es gibt zu viele Momente. Es ist ja über 30 Jahre her. Viele emotionale Momente, weil Tom Cruise weiterhin leidet an dieser Situation, dass damals Goose gestorben ist und es war ja nicht seine Schuld, dass das passiert ist.
Aber trotzdem leidet er noch sehr drunter und es gibt viele Momente in dem Film, wo man ihn halt leiden sieht und er immer noch nicht das richtig verarbeitet hat. Und ich fand das jetzt eine Spur zu viel, aber wenn man den Rest des Films sieht, wird das auf jeden Fall ausgeblendet. Und Tom Cruise macht seine Rolle echt super. Er hat sogar selbst ist sogar selbst in diesen Chats geflogen. Ich weiß jetzt leider nur nicht, müsste ich mir auch nochmal schlau machen, in welchen Szenen er denn da auch selbst einen Kapp-Chat geflogen hat. Aber es wird halt aus allen Medien berichtet, dass er auch selbst zum Knüppel gegriffen hat und so Kampfjets geflogen hat. Ja, was habe ich denn noch für euch? Ja, das. Nee, ich habe alles euch mitgeteilt, was es da zum Film mitzuteilen gibt. Im Großen und Ganzen kann ich euch sagen, dass dieser Film für mich der bisher beste Film war, der mich mitgenommen hat seit Corona. Könnte sein, dass ich noch einen vergessen habe, aber hier werde ich den. Also, wenn man das Gefühl hat, so einen Film nochmal zu schauen, und ich würde mir den gerne nochmal anschauen, dann ist er gut. Ja, wenn man so Film gesehen hat, sagt, der war schön, aber nochmal mit schön anschauen. Ja, aber diesen kann ich euch empfehlen. Und vor allem nutzt es Kino wie im Sound. Es ist viel Action drin und der Film kommt super im Kino. Deswegen sage ich euch, kann ich euch den Film 100% empfehlen. Geht aber ins Kino, schaut ihn an. Wer Top Gun noch nie gesehen hat vorher und nur davon gehört hat, den empfehle ich natürlich, weil die Story da ein bisschen aufbaut, den empfehle ich natürlich vorher nochmal Top Gun zu schauen und dann ins Kino zu gehen, sich den anzuschauen. So viel zu Maverick und zu diesem Film. Dann kommen wir zum nächsten. Ja, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Ja, jetzt gerade noch. Super begeistert vom Film, kommen wir zu Jurassic World und viele werden sich jetzt wundern, aber ich muss euch leider sagen, ein Film zum Einschlafen, obwohl von Anfang bis Ende Action war, aber irgendwie war ich gelangweilt in diesem Film. Und warum das so war und warum ich gelangweilt war, obwohl das Studio alles gegeben hat mit Action und Dinos und also in den ersten paar Minuten sieht man mehr Dinos wie in Jurassic Park 1. In der Anzahl, aber irgendwie der Glanz von Jurassic Park und Jurassic World ist für mich verflogen und ich habe im Kino mehrmals auf die Uhr geschaut. Für mich war das einfach zu lang und zu breit getreten. Aber warum das alles für mich jetzt ein Film ist, wo ich sage, schaut ihn euch an, wenn ihr ein Jurassic Park-Fan seid. Ansonsten ist es für mich auch keine direkte Empfehlung. Aber schauen wir uns erstmal den Trailer an. Und der Trailer sieht eigentlich alles noch gut aus, werdet ihr jetzt sehen. Ich wollte den Menschen etwas nahebringen, was keine Illusion ist. Etwas, das Realität ist. Etwas, das sie sehen und berühren können. Schöpfung ist ein reiner Akt des Willens. Das Leben wird einen Weg finden. Wir können sie nicht. Ich wollte den Menschen etwas nahebringen, was keine Illusion ist. Etwas, das Realität ist. Etwas, das sie sehen und berühren können. Schöpfung ist ein reiner Akt des Willens. Das Leben wird einen Weg finden.
Wir können sie nicht ewig hier behalten. Wenn die sie finden, sehen wir sie nie wieder. Sie zu beschützen ist unser Job. Menschen und Dinosaurier können nicht koexistieren. Wir haben ein ökologisches Desaster geschaffen. Ellie Sattler. Alan Grant. Du hast doch nicht den ganzen Weg auf dich genommen, nur um mich zu sehen. Kommst du jetzt oder was? Wir rasen auf das Aussterben unserer Spezies zu. Wir haben nicht nur keine Kontrolle über die Natur. Wir sind ihr untergeordnet. Ich komme immer zurück. Ist ein anderes Flugzeug, oder? Nicht wirklich. Die immer größer werden. Ja, ihr habt gerade den Trailer gesehen zu Jurassic World, ein neues Zeitalter. Ich muss mich jetzt wirklich auch nochmal für die Abbrüche entschuldigen. Wir haben technische Probleme wohl, sonst würde es uns so oft abbrechen. Als ich diesen Trailer gesehen habe, dachte ich mir, wow, Sam Neill auch nochmal dabei, die alten Protagonisten sind zurück mit den neuen Darstellern und da dachte ich mir, wow, das wird wirklich richtig, richtig gut. Ich finde das klasse, wie bei Ghostbusters, wir bringen die alten, die neuen nochmal zusammen und das wird ein Riesenhit. Ich hab so eine hohe Erwartung in diesem Film auf einmal gehabt und habe mich so gefreut, weil ich auch ein Kind der ersten Stunde war von Jurassic Park. Und man muss dazu sagen, damals als Jurassic Park rauskam, hat man durch die neue Computertechnik von Steven Spielberg, hat man wirklich sehr realistische Bilder gesehen von Dinosauriern. Und es ist ein Riesenhype damals ausgebrochen mit Dinosaurier. Ich weiß noch, warum meine ganzen Freunde und sowas, alles Dino-Parks sind entstanden, wo Ausstellungen waren und so weiter. Es gab auch Veranstaltungen und viele Dinge und es ist ein Riesenhype entstanden. Und nach dem dritten Teil so ein bisschen abgeflacht ist und die Filme etwas schlechter geworden sind, hat man dann nochmal Jurassic World gemacht und das war auch ein großer Erfolg. Die Leute haben gesagt, ja, ich will es nochmal sehen. Und ja, und jetzt hat man den großen Bang versucht und hat gesagt, komm, wir wollen noch größer werden, wir wollen noch, also wie gerade eben im Trailer gesagt, warum werden die Dinos, also Sam Neill sagt es ja schön im Trailer, warum müssen die immer größer werden? Und das ist das etwas, was mich mittlerweile total langweilt und ich muss sagen, der Film ist für mich nicht gut geworden, leider. Klar, am Anfang war der T-Rex der größte und ja, und jetzt müssen sie immer größer werden und es wird immer neue Genmanipulationen durchgeführt und die werden dann immer größer und dies und jenes. Man muss immer was Neues einfallen lassen, aber der große Glanz, ja, diese große Magie in diesem Jurassic-Film hat absolut verloren. Und da ist nichts mehr Großartiges da. Ich war gelangweilt von den Dialogen. Die Geschichte kann ich euch kurz erzählen. Es gibt eine Biotech-Firma, die experimentiert mit den Dinogenen und fängt dann Manipulationen durchzuführen und die fangen auch an, mit Heuschrecken zu arbeiten und dort irgendwelche Gene von Dinos einsetzen. Die werden immer dimensionell groß, befallen dann Plantagen, die mit dem Biotech speziellen
Ernte oder Dünger dort bearbeitet werden, werden nicht von diesen angegriffen. Also hinter der ganzen Geschichte steckt ein Unternehmer dieser Biotech-Firma, der die Weltherrschaft, also ja, Mr. Brain, der die Weltherrschaft dadurch errungen möchte, mit den Dino-Genen zu manipulieren und verkauft natürlich nach außen hin, dass es nur für die Welt ist und Weltfrieden und er macht ja alles dafür, aber hinten macht er eigentlich alles dafür, um halt die größte Macht zu werden auf Erden. Ja, das ist so der Hintergrund dieser Geschichte und mehr gibt es also gibt's in der Geschichte auch gar nicht zu sagen, weil darum geht es ja eigentlich. Ja, und die Dinos kommen da drin natürlich vor, immer mehr, also man sieht am Anfang, habe ich eben auch schon gesagt, glaube ich, mehr Dinosaurier als im ersten Teil insgesamt. Da lassen sie sich auch jetzt, also Steven Spielberg lässt sich ja auch jetzt wirklich hier, gibt alles, ja. Es hat der Film versucht, mit einem großen Glanz rüberzukommen, aber generell, ja, es haut jetzt momentan keinen mehr aus dem Sessel, wenn er irgendwelche Dinos halt im Kino sieht. Und die Story war für mich auch etwas dünn. Auch Sam Neill und Laura Dern und Jeff Goldblum konnten den Film aus meiner Sicht nicht retten. Er war für mich eine große Enttäuschung. Vielleicht lag es daran, dass ich da reingegangen bin und habe mir gedacht, wow, alt und neu zusammen und das muss ein Riesending werden, aber ich war letztendlich in diesem Film gelangweilt und ich habe drei oder viermal auf die Uhr geschaut und habe gedacht, wann ist der endlich vorbei? Hat ja auch Überlänge gehabt, ich glaube 2,5 Stunden geht er oder sowas, auf jeden Fall über 2 Stunden und davon hätte man locker können, eine halbe Stunde nochmal abkürzen. Ich glaube, es hätte dem Film vielleicht sogar gut getan. Die schauspielerische Leistung von den Schauspielern, Chris Pratt und so weiter, ja, war jetzt auch nicht so überragend. Also so, ich mache jetzt nochmal so einen Dino-Film und Sam Neill hat wahrscheinlich hat gesagt bekommen, willst du mitmachen? Ja, okay, ich tue noch einmal mich liften lassen und mache hier in so einem Film mit und sehe nochmal gut aus, aber da mehr war es dann auch nicht. Und ja, ich bin wirklich enttäuscht, ihr merkt es, hätte da gerne viel mehr gesehen. Ja, es sind auch viele Löcher in dieser Story drin, finde ich. Ich brauche den aufzuzählen. Also wenn ihr jetzt, ich will ja auch nichts jetzt erzählen, wenn ihr euch den Film anschauen wollt, vielleicht habt ihr dann nachher eine ganz andere Meinung darüber, wenn ihr euch den Film angeschaut habt. Ich werde aber auf jeden Fall dem Ganzen nochmal eine Chance geben, das habe ich auch versprochen. Ich werde mir nochmal alle Jurassic Park Filme irgendwann mal nacheinander ansehen und werde nochmal einen Kommentar hier vielleicht dann geben, sollte es die Sendung noch geben, wie ich denn die ganze Reihe finde und welcher Film für mich der beste war und für mich der schlechteste war. Und ja, er hat mich auf jeden Fall nicht gepackt, so wie jetzt Maverick. Und ja, das Ding ist ja auch, ich habe ja eben kurz erzählt, um was es ging und habe es schnell zusammengefasst. An vieles kann ich mir sogar gar nicht mehr erinnern. Und das ist auch so ein Zeichen. Wie bei Memory kann ich euch viel, sogar Texte noch wiedergeben. Das bleibt hängen. Und hier hat man eher so das Gefühl, ja, ich glaube, in 2 Jahren weiß man schon gar nicht mehr, um was es ging, wenn man sich dafür angeschaut hat. Das sind immer so Zeichen, wo ich sagen muss, ja, ist halt schade. Es ist der 6. Teil in dieser Dino-Reihe auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach braucht es auch jetzt keinen mehr zu geben in nächster Zeit oder erstmal so gar nicht zu geben. Ich fand es trotzdem klasse, dass sie es nochmal versucht haben. Aber jetzt reicht es mir auch und ich brauche keinen weiteren Dino zu sehen, Dino-Film zu sehen, weil der mich auch jetzt hier nicht mehr gepackt hat. Vielleicht irgendwann wird es vielleicht nochmal was geben von vorne. Aber die Geschichte hier ist auf jeden Fall ausgereizt und für mich eigentlich reicht das und Steven Spielberg kann sich oder sollte sich besser anderen Projekten widmen. Aber das hier, wow, war wirklich nichts und ja, lass mal so stehen. Als Fazit kann ich euch sagen, schaut ihn eigentlich euch nicht an, ja, aber wenn ihr große Jurassic Park Fans seid, schaut ihn euch an und mal gucken, ob ihr mit der gleichen Meinung mitgeht wie ich. Aber ja. Gut, vielleicht empfehlen, ich weiß nicht, wie ihr dann zu Hause rüberkommt, vielleicht geht ihr noch ins Kino und schaut euch den dort lieber an, auch wie im Sound. Also das war auch nicht schlecht, der Sound zumindest. Gut, jetzt kommen wir gleich zu einem ganz speziellen Film, und zwar X. Ja, dieser Film spielt in den 70er Jahren spielen.
Ja, hier geht es jetzt gleich um eher so in Richtung Massaker, ja, und Horrorfilm. Ja, da will ich euch gleich sagen, warum dieser Film überraschenderweise gut rübergekommen ist. Und wenn man Texas Chainsaw Massaker Fan ist, warum man ihn dann vielleicht doch anschauen sollte. Aber erst wieder mal der Trailer. The Farmer's Daughter, Take 1. Ich muss berühmt werden, Wayne. So wie alle coolen Leute. Niemand da draußen ist so wie du. Weißt du auch warum? Nein, warum? Weil du diesen X-Faktor hast. Unsere harten Zeiten sind bald vorbei. Hollywood, wir kommen. Da wären wir. Unser eigenes Studio in Neverfall. Suchen Sie eine Unterkunft? Oh ja, Sir. Das ist ja mal ein hässlicher Vogel. Meine Frau Pearl wohnt direkt nebenan. Daher bitte ich Sie um ein wenig Diskretion. Na, keine Ahnung, was wir hier vorhaben, oder? Besser um Vergebung als um Erlaubnis zu bitten. Wie sieht's aus, willst du nicht reinkommen? Aber gern. Ich will im Film mitspielen. Das geht nicht. Wir können nicht einfach mittendrin die Geschichte ändern. Wenn Daddy uns erwischt, will ich nicht wissen, was er mit dir anstellt. Meiner Frau geht es nicht gut. Das passiert immer nach Einbruch der Dunkelheit. Willst doch nicht gehen, oder? Ihre Augen springen aus ihren verdammten Höhlen, wenn sie das hier sehen. Was zum... Geht's Ihnen gut? Nein. Einer der Jungs hat die hier da drin gefunden. Was denkst du, ist drauf? Ich schätze, ein gottverdammter, durchgeknallter Horrorfilm. Ein durchgeknallter Horrorfilm, das ist ein super guter Übergang. Ja, und das ist er eigentlich auch. Es ist ein Horrorfilm. Und gedreht von T. West, also wer den Film gleich gesehen hatte, House of the Devil. Das ist ein Film auf ihn gewesen, der ziemlich erfolgreich war. Und dieser Film X, ja, ich habe mal geguckt, was das X denn genau steht. Und X steht für einmal für die Nicht-Jugendfreigabe, also dieses X-Rated, deswegen steht das X. Komme ich gleich dazu, warum diese Nicht-Jugendfreigabe. Und einmal hält er auch im Trailer das Wort, du hast diesen X-Faktor, zum Pornostar zu werden. Ja, und für diesen beiden X steht der Film auch X. Um was geht es denn überhaupt in diesem Film? Also auf einmal, es wird auf jeden Fall ein Film gedreht, ja. Und zwar spielt er in den 70er Jahren. Und T. West hat natürlich gesagt, ich drehe hier einen Film, den damals die Produzenten gerne gedreht hätten, war seine Aussage zu dem Film. Und zwar deswegen, weil in den 70er Jahren war es ja noch sehr, wie soll ich sagen, gab es noch sehr diese große Doppelmoral oder diese katholische Ansichten. Und Pornografie war da noch sehr verrucht gewesen. Erst in den 80er Jahren gab es ja zwischen Horror und Sexszenen so ein, ja, eher so ein Spiel. Und in den 70er Jahren leider gab es an dieser Stelle nicht, wenn man es noch nicht drehen konnte, weil so ein Film direkt X geratet wäre. Deswegen steht auch dieses X. Und dieser Film geht es darum, dass ein Produzent mit zwei Damen und zwei Herren, also einmal einer davon ist auf, nee, Entschuldigung, es sind ja drei Damen. Genau, die wollen dort in Texas, also deswegen
wegen dem Film, wo ich eben gesagt habe, also Texas Chainsaw Massacre, spielt auch in Texas, wollen die in Texas einen Film drehen. Damals ist das Thema Pornofilm drehen ist ziemlich hochgekommen, aber die Produktionen waren noch sehr günstig damals, weil man einfach so den Film laufen lassen hat und einfach ein bisschen gedreht hat. Deswegen haben sie sich überlegt, okay, wir fahren in ein Haus, drehen dort diesen Film mit ein bisschen Story drumherum und mieten uns dort irgendwas an. Und das ist halt so, die fahren dorthin, der Kameramann, zwei Pärchen und die fahren dort nach Texas und fangen an, diesen Film zu drehen. Und dann abends, als dieser Film gedreht wurde und sie immer noch mitten eigentlich auch dabei sind, diesen Film zu drehen, passieren ungewöhnliche Dinge in diesem Anwesen. Da lebt ein älteres Ehepaar und jetzt nicht mehr viel mehr von dieser Story zu erzählen. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr blutig. Und der Film hat überraschenderweise gut funktioniert, muss ich sagen. Vor allem hat man wirklich so das Gefühl, es ist ein Film aus den 70er oder 80er Jahre. Der Produzent hat da auch eine gewisse Körnung reingeschafft, meiner Meinung nach, wo es so ein bisschen das Feeling auch gibt, dass man noch so einen älteren Film schaut. Das liegt dem Mitarbeiter richtig, richtig gut, dass man das Gefühl hat, es ist ein Film aus den 70er Jahren. Da kann ich euch auf jeden Fall sagen, der Stelle, die Schauspielleistung ist auch top gewesen für mich. Ich fand es richtig gut. Natürlich die Slasher-Szenen sind sehr brutal. Also wenn ihr da jetzt sehr sanft seid, dann schaut euch den besser nicht an, oder schaut weg in den gewissen Szenen. Er hat auch teilweise auch lustige Szenen mit drin, also sehr unterhaltsam. Sollte man sich anschauen. Ich finde ihn auch cool gemacht. Also er hat noch einen coolen Stil. Ist auf jeden Fall insgesamt unterhaltsam und sollte man sich anschauen. In letzter Zeit gibt es ja auch sehr viele Ableger zum Texas Chainsaw Massacre und dieser X ist auf jeden Fall einer der besseren und einer der guten, den man sich auf jeden Fall anschauen. Ihr könnt euch auf jeden Fall anschauen, diesen Film. Und wem dieser Film auch so gut gefallen wie mir, der kann schon mal freuen, ja, weil es wird ein Prequel geben zu diesem X und der ist auch bereits schon abgedreht. Nur wann er kommt und wie er heißt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Wird wohl demnächst veröffentlicht werden, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Also diesen Film kann ich euch empfehlen, den könnt ihr euch anschauen, wenn ihr gerne Horrorfilme schaut oder auch einen Texas Chainsaw Massacre anschaut. Natürlich, das muss man auch noch vorweg sagen, diese Filme sind natürlich total übertrieben und man fragt sich immer, wie kommt man nur da drauf als Produzent? Aber das ist dieser Stil des Films, das muss man wissen. Auch wenn man Texas Chainsaw Massacre sich angeschaut hat, das ist halt ein bisschen, ja, es geht ja in die Richtung. Also wenn man sowas geschaut hat und es gut fand, dann kann man sich so einen Film anschauen. Also hier kann ich empfehlen, den könnt ihr euch auch anschauen, den fand ich recht gut. Wenn ihr Horrorfans seid und sowas gerne euch anschaut, dann kann ich den euch empfehlen. Ist aber jetzt auch nicht der Mega-Blockbuster, will ich nur schon sagen. Nicht, dass es nicht heißt, Sascha hat gesagt, er ist ein Riesenfilm. Ne? Also Memory kommt da natürlich nicht dran, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich anschauen kann und wenn man vor Horrorfilmen steht. So, jetzt habe ich mich mehrfach wiederholt, aber ihr wisst Bescheid. So, jetzt sind wir mit den meinen Filmen, die ich euch empfehlen kann, nicht empfehlen kann, durch. Und jetzt kommen wir zu der Vorschau. Und dieses Mal, das ist jetzt wieder neu in der Sendung, letztes Mal habe ich euch ja die Vorschau kurz überflogen, habe auch keine Trailer gespielt. Diesmal habe ich vorgenommen, dass ich euch auch zu The Gray Man und The Owners und Spiral die Trailer zeige. Und das machen wir doch jetzt einfach hintereinander, damit wir das gleich zusammen haben. Werdet ihr jetzt, wir machen es nacheinander. Ist besser. Machen wir es nacheinander. Schauen wir uns erst den Trailer an von The Green Man. The Gray Man. Kinostart am 14.07.22. Und ja, schauen wir uns mal an, was es da geht. Seht ihr im Trailer. Was wissen Sie über das Sierra-Programm? Gewissenlose, mysteriöse Männer, die Sie schicken, wenn Sie offiziell keinen anderen schicken können? Die Gray Man. Lloyd, du hast einen Auftrag, aufspüren und vernichten. Klingt spaßig, der Mann ist bekannt wie ein bunter Hund.
verletzt? Mein Ego ist etwas angeknackst. Ich habe etwas, das die unbedingt wollen. Was sagt ihr Bauch? Dass sie als nächstes auf meine Beerdigung gehen. Wo gehobelt wird, da sterben eben Menschen. Du musst Lloyd sein. Was hat mich verraten? Der Pornobalken, das alles schreit Lloyd. Mutig. Ich werde auf ihren Jungen ein so fettes Kopfgeld aussetzen, dass ihn selbst seine loyalsten Verbündeten ans Messer liefern werden. Jede Top-Killer-Truppe von hier bis Reykjavik wird sich um die Ehre prügeln, den gefürchteten Sierra 6 zu töten. Ich kann jeden umbringen. Vielleicht nicht unbedingt jeden. Free Man, gerade gesehen, der Trailer, der am 14.07.2022 in die Kinos kommen soll, ist eine Netflix-Produktion, wie ihr gesehen habt. Es könnte aber auch sein, dass er direkt auf Netflix rauskommt, aber zumindest war er angekündigt fürs Kino gewesen. Ja, zu der Story, es ist eigentlich etwas, was schon, also die Story ist nicht neu, ja, es gibt einen Ex-CIA-Agenten, der nicht mehr bei denen natürlich arbeitet, aber halt immer noch Auftragskiller ist und seine Ausbildung nutzt. Und er kommt auf die Spur, dass die Behörden was Krummes laufen haben und gerät da in eine gewisse Sache. Ein ehemaliger Kollege als CIA-Agent fängt an, Jagd auf ihn zu machen und letztendlich wird er ein Riesenpreisgeld aussetzen, dass die ganze Welt hinter diesem Ex-CIA-Agent her ist. Das ist die Story dahinter. Warum ich euch sage, den kann ich euch empfehlen, liegt daran, einmal ist er mit Ryan Gosling und Chris Evans, beide sehr gute Schauspieler und vor allem Ryan Gosling war für mich schon mal ein guter Hinweis, mal sich genau mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch wenn ihr gleich einen Trailer gesehen habt, wird er auch gesehen haben, dass da sehr viel Action drin ist. Also ich hoffe mir eigentlich sehr viel von dem Film. Ich werde mir auch anschauen. Ich werde euch dann auch berichten, ob auch er wirklich gut war. Aber hier kann ich auch schon mal von den Filmen, die im Juli starten, diesen empfehlen. The Gray Man mit Ryan Gosling. Ja, genau. So viel zu der Vorschau. Jetzt kommen wir zu The Owners. Und The Owners zeige ich auch den Trailer. Da habe ich auch nur einen englischen Trailer gefunden. Aber ja, schaut ihn euch an. Aber auf Englisch. Tell me what's going on! A doctor? A nice big house like this? There is a ton of cash. We wait till they get back. They give us what we want. Hey, Nathan. I'm doing this for you, me, the baby. This won't get you anywhere but prison. Nathan, don't do this. Give me the combination. Richard, no. We have to get into the hospital. The hospital is 30 miles away. I seriously doubt you could survive the journey. Oh, goodness. You don't look at all well. Please sit here and wait for the ambulance to arrive. Oh, we really must fumigate this place again soon. We're plagued by vermin. Every sort of pest. We have to get out. Don't worry. Everything will be fine. I've told you 1,000 times. Shoes off at the door! She needs to be punished. She'll ruin everything. Very well. If that's what you want. Where are you? Tell me what's going on! Just a few minutes more, and then a lovely
Das war der Trailer zu The Owners. Ja, ebenfalls am 14.07. angekündigt fürs Kino. Wenn er kommen sollte, dann würde ich mir den auch anschauen. Barbie ist überrascht, dass es da keinen deutschen Trailer gab. Ja, ihr habt es vielleicht auch im Trailer dann gesehen. Also die Story ist einfach, es gibt ein sehr altes Anwesen. Man weiß nicht genau, ob da noch jemand drin wohnt. Aber man hat gehört, dass es dort einen Tresor gibt mit sehr viel Geld. Und ja, so eine kleine Gruppe mit Teenagern macht sich auf den Weg, um diesen Tresor halt zu öffnen und haben Gut daraus zu holen. Ja, was sie aber dann, sie werden aber überrascht, dass die tatsächlichen Hausbesitzer, ein durchgeknalltes Ehepaar, nach Hause kommt und sie überrascht dabei, dass sie den Tresor öffnen wollen. Ja, und was hinter diesen beiden steckt, um welche Geschichte denn die beiden Alten hinter sich haben und was da genau passiert in dem Haus, da müssen wir uns überraschen lassen im Juli. Ich bin auch gespannt, denn die Katze-Maus-Jagd sollte da richtig hart zur Sache gehen, was ich gehört habe. Und ja, schauen wir uns den Film an und ich werde euch auch dann hier berichten, wie der Film war. Was ich jetzt bisher von dem Film gehört habe oder auch gesehen habe, war für mich jetzt erstmal interessant und ich kann euch auch mal empfehlen, auf jeden Fall den anzuschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ja, das ist der Owners und jetzt kommen wir noch zu Spiral, das Ritual, so ist der Titel. Und da schauen wir uns auch den Trailer an, leider auch in Englisch, weil ich auch kein Deutsch gefunden habe. Aber hier für euch der Trailer. I see this guy and I was terrified. Your dad. Believe me, choosing to live your life loud and proud is about the bravest thing you can do in this world. My robot's pretty good. He's scary. I'm Tiffany, your new neighbor. I'm Aaron. This is my partner. Hey. Wow. I'm just so happy we have some fresh faces in the neighborhood. Love is all that matters. I'm not sure most people would actually agree with that. I find it disgusting how false stereotypes shape public opinion. Aaron, last night... I think I saw something... Something not right about this place. What are you talking about? There was a couple that were killed 10 years ago. They knew, and they didn't say anything. You need to stop thinking that everyone's trying to get you all the time. Marshall and Tiffany are good people. Well, to new neighbors. New neighbors. We've been chosen. Chosen for what? Some kind of ritual. Every 10 years, they make a selection. Do you see that? We're the selection. Der letzte Film für heute als Vorschau, Spiral, das Ritual. Auch ebenfalls am 14.07. angekündigt. Ja, ihr merkt eben, der Film der Owner und jetzt auch Spiral sind Thriller- und Horrorfilme. In diesem Spiral geht es darum, es gibt ein homosexuelles Pärchen, Malik und Aaron. Und Aaron hat auch noch eine Tochter. Sie haben schlechte Erfahrungen in der Großstadt gemacht wegen ihrer Homosexualität und wollen einfach einen Neuanfang starten und ziehen in eine Kleinstadt mit ihrer Tochter zusammen. Anfänglich ist es so, dass die Nachbarn auch gut auf sie zu sprechen sind. Es wird alles so akzeptiert. Man geht gut miteinander um. Die Homosexualität spielt auch gar keine Rolle. Aber nach einer gewissen Zeit beginnen dann doch seltsame Dinge zu passieren. Und irgendwann fällt es den beiden auf, dass hinter dem Ganzen ein Plan steckt.
die ganzen Vorfälle folgen einem Muster. Und aufgrund dessen, dass sie das rausfinden, forschen so nach und sehen auf einmal rituelle, man hat es auch im Trailer, glaube ich, gesehen, sieht man auch rituelle Dinge, die durchgeführt werden. Und sie sind auf einmal in einer Kleinstadt und jetzt beginnt der Kampf um Leben, um Tod, auch Schutz der Tochter. Ja, wird bestimmt sehr interessant, weil der Film auch in Richtung Polanski-Thriller laufen sollte. Deswegen interessiert mich das auch. Aber ich kann euch den schon mal auch, das, was ich gehört habe, empfehlen, euch den anzuschauen, wenn ihr so ein bisschen auf Thriller halt steht. Ihr habt auch gesehen, dass der Film sehr dunkel, immer alles abends oder auch regnerisch gezeigt wird, was halt wieder diese Stimmung halt hat, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, im Grunde kann ich den euch auch empfehlen. Damit wären wir für heute auf jeden Fall durch mit auch mit dem Vorschau-Spiral. Das Ritual ab 14.07. in den Kinos. Genau, so. Das wäre es. Wir sind wieder am Ende unserer Sendung Mad Movie. Und ganz klar nochmal zu verdeutlichen, der Film, der in dieser Sendung raussticht, ist Top Gun Maverick, den ich euch auf jeden Fall empfehlen kann und auf jeden Fall nicht verpassen solltet, ins Kino gehen solltet. Ja, nochmal danke an MadTix und MadTix Lab für diese Sendung hier. Und genau, nächste Woche Montag werden wir unsere nächste Sendung haben. Wie immer werdet ihr dann vorher informiert, welche Filme dann vorgestellt werden. Nächste Woche werde ich an einem anderen Standort sein. Mal sehen, wie das technisch funktioniert. Ich bin gespannt, ob das auch klappt. Ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich eine wunderschöne Woche. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, den einen oder anderen Film zu schauen, den ich euch eben vorgeschlagen habe. Und dann denkt dran, ne, auf jeden Fall schaltet nächste Woche nochmal ein zu Mad Movie und jetzt könnt ihr abschalten. Bis dann. Ciao, euer Sascha.